Hallo, meine Damen und Herren. Bevor wir mit diesem Video starten, habe ich eine Frage an Sie. Ich zeige Ihnen gleich hier ein Kinderbild und Sie müssen erraten, welche Person sich darauf befindet. Hier sehen Sie das Bild, es wird jetzt eingeblendet. Sie haben nun die Auswahlmöglichkeit A, auf diesem Bild befindet sich Finn, oder Auswahlmöglichkeit B, auf diesem Bild befindet sich Bandik von den Film Bros. Stimmen Sie nun ab. Sie können auch in den Kommentaren schreiben. Sie können vermuten, wer es ist. Am Ende des Videos wird es aufgelöst. Ich würde sagen, viel Glück. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Vor 8 Monaten kam das letzte lustige Kinderbilder nachstellen Video. Viele Leute haben es gemocht. Uns hat es auch Spaß gemacht. Und heute gibt es den Teil 2 davon. Ja, wir haben uns dafür natürlich auch verrückte Bilder wieder ausgesucht, Verrückt. die jetzt nicht ganz so leicht werden zum Nachstellen. Aber Na, kriegen wir auch. letztes Mal war ja auch nicht leicht. Ja. Also ich weiß noch, als ich das Superman-Kostüm anhatte. Also Oh leicht war ja. es nicht. Mir kommen noch die Locken jetzt dazu ein bisschen. Kriegen wir auf jeden Fall hin. Wir geben unser Bestes. Und damit würde ich sagen. Erstes Bild. So, und damit kommen wir zum ersten Bild. Ja, auf dem ersten Bild habe ich lange Haare. Da können wir leider die Perücke nicht benutzen, weil die ist halt schwarz. Ja. Auch meine Haare jetzt natürlich in dem Bild sehr stylisch. Auch das kriege ich, denke ich, nicht ganz hin. So lang sind die hinten nicht ganz. Für mein Outfit brauchen wir eine Cap. Hier ist auch schon die perfekte. Schaut ein bisschen aus wie ein Rentner mit, aber nicht zu vergessen, die stylischen Schuhe, die, denke ich, damals jeder anhatte. Haben wir jetzt mal hier so ein paar. Natürlich auch bei den Eltern wieder bedient, wie man es kennt. Ja, und dann natürlich noch Socken, die du dann hochziehen musst. Ja. Weil man kennt es ja. Sieht man dann vielleicht hier. Ja, richtig. Wenn man eine kurze Da ist mein Hose an, Krampf geholt. wenn man eine kurze Hose anhat, muss man natürlich die Socken hochziehen. Ja, das ist wichtig. Das ist wirklich eine Weisheit. Aber die Socken sollten dann auch am besten gestreift sein. Auch wichtig, stimmt, ja. Und bunt. Jo. Ja. Noch ein bisschen weiter hinter und noch ein bisschen nach rechts. Sieht man die jetzt überhaupt noch? Ja. Und kannst von mir aus weiter vor, aber so senkrecht nach. So senkrecht legen. Diagonal. Ich warte, ich mach selber bitte. Also wenn man das halt hört. So, wir haben jetzt das Bild nachgestellt. Ging eigentlich relativ gut. Ja. Natürlich war es draußen nicht mehr so. Vor den Witterungsverhältnissen war es jetzt nicht mehr so angenehm Ja. wie im Sommer. Die Erkältung haben wir uns dabei auch noch mitgenommen. Ja, nimmt man mit. Aber ja, lohnt sich auf jeden Fall für das Video. Kappa. Hier links könnt ihr auf jeden Fall jetzt das alte Bild sehen. Ja, und hier rechts das neue Bild. Ich würde sagen, haben wir ganz gut hinbekommen. Ja. Aber vielleicht geht es sogar noch ein bisschen mehr. Ich denke, Na komm, scheiß ich drauf, denke, wir wir gehen machen zum das nächsten Bild. La Foto numero do. La Foto numero deux. Ist ein Foto, auf dem ich esse. Kommt häufiger vor. Ja. Da habe ich auch irgendwas gegessen, was schokoladig ist oder so. Warum ich eine Gabel in der Hand habe, Vor weiß allem man im Mund, nicht. ja, man weiß es nicht. Ich muss sagen, das wird aber, denke ich, nicht so schwer, weil wenn ich mir so die Frisur anschaue oder auch die Schokolade in deinem Mund, entspricht eigentlich deinem aktuellen Gesicht ganz gut. Passt eigentlich perfekt. Wir suchen jetzt noch zwei Becher raus. Ja. Und dann. Dann schmieren wir dir noch ein bisschen Nutella um den ums Kinn, um Mund. Ja. Und dann Abfahrt. So, hier unten sehen wir mich früher, wie ich irgendwie was Schokoladiges gegessen habe. Und hier heute. Ja, Bild ist eigentlich relativ gut. Ja. Von mir natürlich gemacht, muss man dazu sagen. Ja, Finn macht es in dem Fall auch nicht schlecht. Also, es sieht relativ ähnlich aus wie früher, aber. Ja. Ja, da kommen auch meine Kameraskills noch zum Vorschein. Nachdem es jetzt ein Bild von mir alleine gab, würde ich sagen, stellen wir jetzt ein Foto von Bandik nach, wo er alleine auf dem Foto ist. Und dafür haben wir uns ein Foto ausgesucht, wo er irgendwas malt. Ja, auch noch die ganz wilde alte Brille. Man kennt es ja noch aus dem Kindergarten oder so für alle Brillenträger. Die ersten Brillen, die waren noch schon schön. Er hat zwar jetzt eine andere Brille, besser sieht er nicht aus. Müssen wir ehrlich sein. Mama, Mama, yeah. Genau. Ja, da haben wir natürlich das alte Legenden-Shirt. Mr. Funny Young. Unten auch Kevin Maurizio. Grisamer Viech. Ja.
Ich glaube, nur Domi weiß Bescheid. Natürlich keine Bedeutung. Nur Domi weiß Bescheid, oder? Ja, und da unten natürlich, so ist es. Also, falls ihr mal einen reinbraucht, auch so ist es. Hier sind ein paar. So ist es pro Fitness, Kloschistfest. Was haben wir hier noch? Kurt-Witz-Fest oder auch Flo ist nett. Das wäre auch noch eine Idee. Ja, aber geile Wurst, sag ich mal, ne? Ja, geile Idee. Ja. Auf jeden Fall stylisch. Aber jetzt auch im Merch-Shop zu kaufen. Bei Interesse gerne mal melden. Nee, auf jeden Fall ein Legenden-Shirt. Ja, also eigentlich ist eher so der Mittelfinger, der so ein bisschen Faust, genau. Und dann so ein bisschen raufgezeigt, ja. Aber ich mach doch mit dem Zeigefinger, oder? Ja, da haben wir es mit dem Mittelfinger, der war so alt. Nee, da war ich glaube ich 6 oder 7. Jetzt kannst du mit dem Kopf ein bisschen weiter runtergehen. Mit dem Kopf mehr, näher zur Faust hin. Mhm. Gut, nachgestellt, oder? War gut. Ja. Hast du noch was, oder? Hinterm Ohr? Vergessen. Oh. Hier sehen wir einmal Bandik. Früher am Malen. Und hier heute. Ja. Shirt habt ihr ja auch gerade gesehen. Das legendäre Shirt. Das ist Legende. Kann man vielleicht mal irgendwann drucken lassen, oder? Als Merch? Ja, stimmt. Stimmt. Wäre, denke ich, schon begehrt. Aber da müssen wir schauen, wie hoch wir da gehen mit dem Preis. Ist denke ich dann nicht für jeden so. Bezahlbar wird vielleicht ein bisschen schwierig, aber. Ja, obwohl Halloween jetzt schon vorbei ist, sehen wir auf dem nächsten Bild etwas sehr, sehr Gruseliges. Könnt ihr euch aber hier anschauen. Bin tatsächlich ich. Ich hab's selber nicht geglaubt, aber. Das Traurige an der Sache ist, ich glaube, nachgestellt wird es nicht besser aussehen jetzt. Dann eher schlimmer. Moin. Moin. Das war jetzt gerade Bild Nummer 3. Falsch. Scheiße, war es 4? Ja. Ja, war auf jeden Fall auch nicht so leicht, das Ganze nachzustellen. Ich gehe mal davon aus, also wir haben uns beim Dreh gerade ein bisschen gefragt, was ich da damals für eine Mission hatte mit dem Gesichtsausdruck. Ich gehe mal davon aus, ich wollte die Kamera einfach haben. Hab dann irgendwie geschrien, gib mir die Kamera oder so. Jetzt seht ihr hier nochmal das alte Bild, wie es früher aussah. Verstörend. Und dann auch das neue Bild. Noch verstörender. Ja, aber dennoch denke ich, sehr, sehr, sehr gut gelungen. Nächstes Bild, passend zur Weihnachtszeit, auch ein Bild von Weihnachten, wo wir die Geschenke bekommen haben beide. Man muss ehrlich sagen, die sehen schon sehr süß aus. Ja. Also vor allem Bandek, den möchte man halt einfach in den Arm nehmen, wenn man den sieht. Bei mir auf jeden Fall die blonden Haare, die Topfrisur, die war es früher. Ja. Ganz wichtig für das Bild sind natürlich die Geschenke. Und ja, wir haben natürlich uns jetzt nicht lumpen lassen und haben auch direkt mal zwei Geschenke eingepackt. Die Geschenke sind am Start. Und ansonsten natürlich auch unser Style war wieder on fleek. Muss ich sagen, war fein. Hat war was. Fein. Also wenn das nicht der neue Style ist, dann weiß ich auch nicht. Rote Hose hat man sich mal bei seinen Eltern auch bedient im Kleiderschrank. Hemd von Finn. Klingt wie so eine Marke oder so. Hemd von Finn. Ja. Ja, ich denke, das ist es. Ja. Ich denke, das passt. Anzug ist da, also so ein blaues Jackett oder schwarzes. Ne, blau war's. Der rote Pulli drunter, denken wir ins Geschenk hier davor. Die Ärmel darf man halt nicht sehen. Und sonst? Fein. Ja, jetzt nehmen wir das Geschenk hier hin. Das war natürlich geil. Du müsstest dann das Geschenk mehr von dir aus nach links ein bisschen mehr nehmen. Das Geschenk nicht durchdrehen, ja, so? Genau. Perfekt. Und wo schaue ich nochmal hin? Du schaust hier hin. Quasi runter zum Flur. Das ist gerade die Freude deines Lebens über das Geschenk. Da sind wir wieder. Ja, wir hatten ein Problem. Bandik konnte nicht stehen in dem Bild. Er musste auf die Knie gehen, weil er halt ein bisschen größer ist. Also nicht als ich, aber halt als früher. Mittlerweile leider auch größer als Finn tatsächlich. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Hier seht ihr nochmal das frühere Bild, das alte Bild. Und hier jetzt das neue Bild. Gut gemacht, muss ich sagen. Ja. Also haben sie gut gemacht. Haben sie, wer auch immer das war, das haben sie gut gemacht. Auch immer das war. Wer auch immer das war. Warum denn? Dann wären wir tatsächlich schon angekommen beim vorletzten Bild für heute. Ja. Und das ist nochmal ein Solo-Bild von Finn.
also für mich persönlich so eins der Favoriten auf jeden Fall der heutigen Folge. Also ja, wegen meines Gesichtsausdrucks. Ja, generell wegen dir, weil du so eine Witzfigur bist. No front! Ja, ich habe anscheinend da zu Weihnachten Bueno bekommen. Hab's dann natürlich sehr erfreut ausgepackt und auch direkt präsentiert. Ja, dann fehlt uns nur noch irgendwie sowas ähnliches wie ein Bueno, also so eine Packung. Süßigkeiten, irgendwie sowas. Oh, und da ist mir gerade was zugeflogen. Staubsaugerbeutel. Na, weiß jetzt nicht, ob das so gut passt. Ja, wir haben auf jeden Fall hier den Jackpot, um das Foto perfekt nachstellen zu können. Originale Bueno ist da. Pulli, würde ich sagen, geht schon. Also, Hose sieht man nicht so da, das ist dunkel auf dem Foto. Ich hatte, glaube ich, so. Höher das Bueno auf jeden Fall. Noch höher, so? Ja. Jetzt noch ein bisschen drehen, dass ich es auch sehe. Nee, dich nicht drehen, sondern das Bueno ein bisschen so drehen. Zur Seite drehen. Ja. Bin ich hier richtig? Ja, glaub schon. Läuft das Video? Gut, ich bin ja richtig. Altes Foto sehen wir hier unten von mir. Ja. Und das neue Foto hier. An der Stelle auch wieder sehr, sehr stark. Schöne Gemasse auch von Finn. Schmeckt! Mit posieren. Beim letzten Foto seht ihr uns in Hemden, Bandek in der Lederhose. Kennt man ja so in Bayern hier bei uns. Ja, ich denke mal, die meisten von euch kennen natürlich die Tradition des Wiesenfestes. Und auch bei dem Foto sieht man auch, wir waren bei einem Wiesenfest, bei einem kleineren. Haben uns da dementsprechend natürlich auch gekleidet, also zumindest ich. Mhm. Dieses Jahr gibt es leider keins. Ja, schade. Das ist sehr, sehr schade. Aber natürlich immer noch die Lederhose. Eine feine. Schaut mich mal jetzt einfach mal kurz auf dem Foto an. Also seid einfach mal ehrlich zu euch. Ich kenne wenige Menschen, die so provozieren können, oder? Also wenige Gesichtsausdrücke, die einen so anwidern können. Aber das liegt nur an dieser Brille. Tatsächlich bei uns oben in einem Schub 1:1 die gleiche Brille gefunden. Ja. Und man kann sagen, früher wie heute sitzt sie einfach noch. Perfekt. Das hat den gleichen Effekt. Man setzt diese Brille auf und ist ein anderer Mensch und auch wirklich, möchte ich nicht sagen hässlich, aber schau mal bei mir, ob der gleiche Effekt entsteht. Ich glaub schon. Nee. Nee. Sieht immer scheiße aus. Okay. Unser Vater war auch so nett und hat uns noch ein paar Sandalen, ja, sowas ähnliches halt zur Verfügung gestellt. Darin natürlich wieder Socken, wie man es kennt. Ja, also darauf würde ich auf jeden Fall Wert legen. Wenn ihr Sandalen anzieht im Sommer, finde ich auch nicht schlecht, finde ich schöne Schuhe. Aber drauf achten. Dann mit langen Socken. Dann mit langen Socken. Ja. Und wenn ihr dann noch irgendwie so eine Brille habt, die so aussieht, dann macht ihr nichts falsch. Ja, jetzt ist das Ganze noch nachgestellt. Ja, in meinem persönlichen Lieblingsoutfit seht ihr mich damals und heute. Ja, denke ich schon ganz gut. Ja, wir haben uns jetzt nochmal die coolsten Brillen aufgesetzt, die wir jetzt da hatten. Ja, hat auch nur für einen Bügel bei mir gereicht, aber ja, er hält auf jeden Fall. Ja, wir hoffen, euch hat das ganze Video gefallen. Es macht immer mega Spaß, alte Fotos anzuschauen, also alte Kinderfotos. Ich denke, den meisten Leuten geht es so. Ich denke, die wenigsten kommen auf die Idee, das Ganze nachzustellen. Ihr könnt es natürlich auch mal daheim ausprobieren, eure eigenen Bilder nachzustellen und schauen, ob das auch so... Ich würde schon sagen, das hat gut geklappt, ob das auch so gut klappt bei euch. Denke ich, machen wir mal einen Schlussstrich. Mhm. Und wir geben ab zum Quizmaster Finn. Richtig. Und da ein Bild mehr sagt als 1000 Worte, blende ich nun die Person ein, die wirklich hinter diesem Baby steckt. Falls Sie Antwortmöglichkeit B gewählt haben und denken, dass Bandek hinter diesem Kind steckt, dann kann ich Ihnen gratulieren. Falls Sie falsch liegen wollten, denn hinter diesem Kind steckt der junge Finn. Ja, ich hoffe, Ihnen hat das ganze Video gefallen. Ich hoffe, Ihnen hat auch dieses Quiz gefallen und Ihnen hat auch Ihre Entscheidung gefallen. Man weiß es nicht. Dann würde ich sagen, wir sehen uns am Donnerstag. Bis dahin.